Gestern am 8. Oktober 2015 fand der lange angekündigte und sehnsüchtig erwartete Kulturspaziergang durch Wien-Hietzing statt. Gemeinsam mit Magister Michael Schmidt und Ingenieur Magister Friedrich Unterwieser erkundeten die trotz des schlechten Wetters zahlreich erschienenen Teilnehmer interessante Bauobjekte in Hietzing. Treffpunkt war der Helene Truskowitz Park, von wo aus der Eduard Popphof als erstes besichtigt wurde. In dem von Viktor Reiter präzise durchgeplanten Bau sind die kleinen Gärten besonders zu erwähnen, in denen sogar Pfeffer und ein Kakibaum wachsen und wo ein vom Schauspieler Harald Krasnitzer gespendeter Bio-Glockenapfelbaum prächtig gedeiht. Weiter ging es zur Versorgungsheimkirche St. Karl Borromeus oder auch Kamilianerkirche genannt, zur Siedlung Lockerwiese und weiter zur Werkbundsiedlung in der Freitingergasse. Abgerundet wurde der Spaziergang durch die Besichtigung der Villa Korczak, der Otto-Glöckl-Schule und der Konzils-Gedächtniskirche. Angesichts der bevorstehenden Wahlen durfte auch ein wenig politisiert werden. Zum Beispiel der Seestadt Aspern gibt es die Idee von Hausgemeinschaften, von Baugruppen. Das heißt, die Leute, die dann ein Gebäude haben, ziehen nicht in ein fertiges Objekt ein, das ihnen Europagenossenschaft, Europagesellschaft Rückschritt hat, sondern sie machen sich vorher Gedanken, wie wollen wir das gemeinsam gestalten, wo sind unsere gemeinsamen Räume, was ist das, was wir miteinander wollen. Auch wenn das Gespräch mit unserem Interviewer doch noch etwas länger gedauert hat, so kann man zusammenfassend sagen, dass es wichtig ist, dass wir alle gut miteinander auskommen, und das hat der Kulturspaziergang eindrucksvoll bewiesen.